Der heutige Handelstag ist schon ziemlich schlecht, doch die Tesla-Aktie hat mal alles wieder überboten. Sie ist nämlich noch schlechter. Mit einem durchschnittlichen Minus waren wir heute von 1 bis 2% hier bei den größeren Indizes positioniert. Tesla hat am heutigen Tag sage und schreibe ca. 8,6% im roten Bereich geschafft. Da haben wir die Aktie auch schon, ihr seht, das schöne Rot sticht hervor, neben Apple, Google, Nvidia, Amazon und so weiter. Er der größere Verlierer am heutigen Freitag. Was ist da jetzt eigentlich das Problem und wieso ist die Aktie gerade auch in den letzten Tagen so stark gefallen? Viel, viel interessanter wäre dann aber die Frage für die Leute, die schon investiert sind: Was soll ich mit meinen Aktien machen? Soll ich die behalten, verkaufen? Wie geht es im Allgemeinen weiter? Und gerade jetzt auch für die Neulinge, die bereits vorhaben, in Tesla zu investieren, lohnt es sich jetzt billig einzusteigen oder fällt die Tesla-Aktie womöglich noch weiter? Diese einzelnen Fragen und Punkte werden wir alle im heutigen Video abarbeiten, deswegen dranbleiben, lohnt sich an der Stelle erstmal. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Aktienanalyse hier auf diesem Kanal. Wunderbar, dass du auch wieder am Start bist. Ich habe heute einen Artikel vom Der Aktionär mitgebracht und wir werden heute den Fokus extrem stark auf die technische Chartanalyse legen, sodass wir hier die Analyse bezüglich der Tesla-Aktie perfekt hier haben. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der News-Situation an und gerade da haben wir am heutigen Tag um 10.46 Uhr einen Artikel gekriegt von Marion Schlegel. Tesla-Aktie rutscht ab, interne E-Mail von Elon Musk sorgt für Wirbel. Ja, es ist Freitag, da kann man mal ein bisschen verwirrt sein und die ein oder anderen Wörter vertauschen. Wir fangen an mit der Unterüberschrift. So, hier fangen wir direkt an. Die Papiere von Tesla sind am Freitagvormittag nach einem Medienbericht über mögliche Stellenstreichungen wegen wirtschaftlichen Gegenwinds deutlich unter Druck geraten. Das stimmt, da ist eine Art Insider-News hier sozusagen rausgekommen über einen Medienbericht und das hat mal wieder für ein kleines bisschen Aufregung hier an der Tesla-Aktie gesorgt. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau da. Die Aktie des Elektrobauers rutschte auf der Xetra-Börse um gut 4% ab. Zuletzt hatte sie sich deutlich erholt zum ihrem Tief seit Sommer 2021 bei rund 580 Euro. So, hier werden die einzelnen Werte genannt. Wir machen das Ganze immer bei der Heimatbörse. Da haben wir viel, viel detailliertere Daten. Haben wir, auch wenn wir in diesen kürzeren Zeitintervall gucken, zum Beispiel jetzt im Minutenkursverlauf, dann sehen wir wirklich, wie sich die Aktie bewegt und haben die Daten, wie gesagt, 1:1 korrekt bei der Heimatbörse. Wir können natürlich jetzt auch die Xetra-Börse nehmen und hier den Kurs analysieren. Ich finde das aber besser, weil wir hier bezüglich der Daten oder bezüglich der Anzahl der Daten viel, viel mehr Vorteile und Möglichkeiten haben. Deswegen immer die technische Chartanalyse bei der Heimatbörse der jeweiligen Aktie. So, wir kommen jetzt aber erstmal zurück zum eigentlichen Artikel. Hier sehen wir den Kurs von der Tesla-Aktie auch schon. Ihr seht, den Verlauf relativ gut gestiegen, denn eine Art Triple-Top-Formation aufgebaut, eine etwas größere W-Formation eingebaut, dann kam hier so ein U und jetzt ein etwas größerer fallender Trend im unteren Wert bei ca. 580 Euro positioniert, wie bereits auch schon erwähnt am 24. Mai. Jetzt aber wieder erholt und jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht das? Wir gucken mal jetzt eigentlich, was hier im Artikel steht und wie das Ganze jetzt sozusagen hier mit Reduzierung der Mitarbeiter und was da jetzt eigentlich los ist. Das wollen wir erstmal wissen und dann kommen wir direkt zu den Prognosen und Kaufsignalen hier bei der Aktie. So, jetzt mache ich was ganz Extravagantes. Jetzt laden wir in unserem Video über Tesla-Aktie das Video von AMC Entertainment hoch. Wir müssen mal eben kurz die Aktie bewerten wegen Werbeeignung. Dann geht es weiter. Einmal kurz die Abspannelemente einladen. Das habt ihr mal, nehme ich euch mal mit, wie das Ganze so funktioniert. Sichtbarkeit, auf öffentlich klicken und auf veröffentlichen. Das reicht schon. Jetzt ist die Aktienanalyse hier über Daily AMC Online. Jetzt geht es aber weiter. Könnt ihr auch gerne nochmal anschauen im Anschluss. Jetzt geht es auch wieder zurück zum Artikel. Das wollte ich einfach mal eben kurz mit einbauen. Ihr wisst ja so grob, wie das aussieht. Jetzt geht es, wie gesagt, nach wie vor weiter mit Tesla. Und hier fangen wir direkt an. Nun sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für Mollstimmung sozusagen hier im generellen Aktienkurs. Demnach habe Tesla-Chef Elon Musk in einer internen E-Mail sozusagen an die Führungsebene eine Reduzierung der Mitarbeiter um etwa 10% als notwendig bezeichnet. Das heißt mal eben so, 10% der Mitarbeiter können erstmal wieder nach Hause gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du hast es geschafft bis der 10. Viel Spaß mit deiner Kündigung. So grob erstmal formuliert, ein bisschen härter, ein bisschen übertrieben, eher karikaturistisch angelehnt, aber hier geht's weiter. Zudem sollten aktuell weltweit keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden, was natürlich auch mal wieder zum kleinen
Komplikationspunkt werden könnte, das natürlich auch erstmal bei den Aktionären generell nicht so gut gesehen wird. Danach blickt Elon Musk voller Sorge auf die Konjunkturentwicklung, denn die ist aktuell unter anderem relativ schwierig. Wir haben Inflation, wir haben unter anderem auch diese ganzen Zinsgeschichten. Wird der Zins jetzt noch weiter angehoben? Wie sieht's aus mit dem europäischen Leitzins? Die Amis haben uns da ja schon gut vorgemacht, aber das ist das Thema eines anderen Videos, das ist ein bisschen zu viel. Wir kommen noch eben zum letzten Absatz und dann geht es auch zu den einzelnen Prognosen und Kaufsignalen hier bei Tesla. Auch bei zuletzt gut gelaufenen europäischen Autowerken kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Und gerade das sehen wir am heutigen Tag auch hier eine etwas größere fallende Bewegung hier am heutigen Tag auch im Dow Jones. So. Der Stock Europe 600 Automobil and Parts fällt von seinem im frühen Freitagshandel erreichten Höchststand seit April zurück. Am Vormittag war er mit minus 0,6% schlussendlich hier beim Börsen oder beim Branchen. Ach, jetzt haben wir es aber, warte mal eben kurz jetzt aber. Ja. So, das Wochenende brauche ich ehrlich. Jedenfalls kurz zusammengefasst für euch, wir haben jetzt hier einen Index, der unter anderem weitere europäische Automobilkonzerne umfasst und dieser ist hier mit ca. 0,6% hier im roten Bereich gewesen. Jetzt aber direkt zu Tesla, jetzt wird es hier interessant. Wir gucken mal, wie die Aktie läuft. Die ist in den letzten Tagen eigentlich noch relativ gut gestiegen, doch jetzt sind wir auch wieder im Konsolidierungsmodus. Eine Situation, die man hier erstmal ein kleines bisschen unschön findet. Wir brauchen einmal die aktuelle Situation und gehen wir immer ganz schnell durch. Wir haben hier eine Art fallenden Trend gehabt. Der fallende Trend, den haben wir offiziell aber am Mai 22 verlassen. Hier am 27. Mai, um das konkret zu sagen. Somit haben wir direkt eine Art Top-Position, eine Art relativ Sicherungs- oder Überschreitungsmarke bei ca. 794 US-Dollar. Und dann ist die Frage, bildet sich hier der Boden, aus dem wir sozusagen schon angefangen haben, bei 623 US-Dollar. In dem Fall ca. 588 Euro waren das, glaube ich. Und ja, da sehen wir die Bestätigung. Ich zeige mal eben kurz die Linie ein und dann können wir direkt in der Vergangenheit gucken, wo die einzelnen Wertemarken hier sozusagen korrelierend sind. Da haben wir die einzelnen Marken. Gerade da haben wir die Bestätigung, dass diese Marke durchaus ein Boden ist. Soweit so gut, haben wir natürlich die Dreiecksformation verlassen und sind jetzt erstmal auf dem Weg in einer riesigen Seitwärtsbewegung, die natürlich zwei Entscheidungsrichtlinien mit sich birgt. So haben wir auch relativ leichte Kaufentscheidungen, aber auch relativ leichte Verkaufsentscheidungen hier bei der Aktie. So, ganz einfach, wir haben zwei Wertemarken, das heißt die untere Marke bei ca. 620 US-Dollar und eine obere Marke bei ca., ja wir runden auf, 800 US-Dollar. Jetzt ist es interessant, zu welcher Marke wir jetzt erst hinkommen, beziehungsweise welche Marke wir erstmal final über- beziehungsweise unterschreiten. So, ich zeige einfach mal einen Verlauf hier ein, es könnte sein, dass die Tesla-Aktie weiter in den kommenden Tagen noch fällt, dann begeben wir uns hier sozusagen im unteren Bereich, wir haben den Boden als stützende Wirkung, aber wenn wir jetzt wirklich unter diesem Boden runterkommen, das heißt, wenn der Kurs komplett unter die 620 US-Dollar kommt, dann haben wir einen fallenden Trend, sprich, falls man dann mit seinen Tesla-Aktien im Plus ist und so langsam vorhatte, diese zu verkaufen, wäre dann wahrscheinlich der beste Moment, den man je aus hätte nutzen können. So, es gibt natürlich den anderen Weg, sobald das passieren sollte, hier so eine Unterschreitung bei ca. 620 US-Dollar, würde ich mit der ganzen Situation noch abwarten und erstmal gucken, wie sich die Tesla-Aktie allgemein verhält. Da brauchen wir einen weiteren Boden, eine weitere Ausbauebene und gerade dann kann man erstmal gucken. Das dauert aber relativ lange, deswegen wollen wir hoffen, dass Tesla jetzt nicht den negativen Weg geht, sondern dann auch hier nach dieser Stabilisierungsphase wieder in erhöhte Preisbereiche stößt, vielleicht mal mit so einem kurzen Gegenimpuls, aber so langsam, aber sicher Richtung 800 US-Dollar. Und wenn wir diese Marke überschreiten, beziehungsweise einen kompletten Ball über diese Marke drüber haben, dann haben wir ein deutliches Kaufsignal und gerade das ist wie gesagt wichtig. Wir brauchen einen kompletten Balken hier über diese Marke und gerade dann haben wir das Kaufsignal. Mit diesem Kaufsignal kann man, wie gesagt, einfach hier gewisse Aktien nachkaufen, generell auch neu in Tesla einsteigen. Diese Möglichkeiten hat man hier alle erstmal zur Verfügung. Wo sind jetzt die Prognosen und wo kann die Reise hingehen? Ich ziehe mal hier so einen groben Strich durch, dann machen wir mal so. Ich glaube, dann seht ihr auch schon, wie ich auf diesen Bereich komme. Jetzt haben wir den hier. Ich müsste einmal kurz noch die Farben ändern. Einen kleinen Moment nochmal eben. So, und jetzt ziehen wir einmal kurz diesen Balken hier weiter rüber. Jetzt seht ihr diese Marke, die wir unter anderem auch als Prognose definieren können. Wir sind in der Vergangenheit relativ oft in diesem Bereich hängen geblieben. Das sagte uns ganz einfach darüber aus, dass wir in diesem Bereich sozusagen eine angemessene Prognose für die Aktie haben. Und gerade deshalb ist das erstmal gar nicht so unrealistisch für einen mittelfristigen Zeitraum wie bei ca. 950 US-Dollar positioniert zu sein, falls wir denn hier bei den besagten 800 US-Dollar hier diese Überschreitung der
oberen Schrankenmarke haben. Soweit, so gut haben wir die Aktie auch geklärt. Wir haben die einzelnen Prognosen und Kaufsignale besprochen. Wir sind kurz auf die allgemeine News-Situation eingegangen. Und das ist unter anderem keine schöne News. Das liest man als Investor relativ ungerne. An der Stelle kommen wir jetzt auch zum Ende. Ich brauche das Wochenende, ihr wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, einen schönen Start ins Wochenende. Nochmal Entschuldigung für die einzelnen Versprecher. Ich bin ein bisschen, wie gesagt, wie soll man das nennen? Ich freue mich einfach aufs Wochenende. Wie gesagt, jetzt auch einen schönen Start. Haut rein, macht's gut, wir sehen uns Montag und Cheerio!